Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram. Ja, und heute spiele ich zusammen mit dem Leon und dem Jan ein Normal Game. Und in diesem Game habe ich mich mal für Kayle entschieden. Und zwar auf der Midlane. Ja, und jetzt schauen wir mal, wenn ihr euch das Gegnerteam anguckt. Ziemlich verwirrend, aber einige OP-Champs. Aber ich denke, wir haben auch für den Master Yi genug CC. Aber ist alles nicht so leicht zu treffen auch, ja, ne? Genau wie die Nami-Bubble. Die musste erstmal auf den Yi mit Ult treffen. Auf meine E wird er nicht irgendwas machen. Wenn er versucht, meine E zu dodgen, ist der Rest free. So, also was kriege ich jetzt? Ja, so. Das ist eigentlich gut, weil er kann nur die Q von dir eventuell, ne? Die Autotext nicht. Stimmt, die Autotext sind keine Projektile. Nee, die gehen durch. Nur die Q geht jetzt so, Das Matchup ist ziemlich eklig eigentlich für ihn, ja, so um ehrlich zu sein. Ja, vor allen Dingen, wenn er halt irgendwann ran ultet, ultest du halt einfach dagegen. Aufpassen, dass jetzt hier nicht in beiden Topzeit. Meine E kann er nicht windwollen. Nee, die Autotext von der E kann er nicht windwollen. Ne? Das ist übel. Wenn er Hurricanes hat, kann er die Dinger vom Hurricanes windwollen, aber das war's auch schon. Ja, gut, das ist klar, aber das ist heftig. Nee, Kayle ist stark gegen ihn, also kann man spielen. Du musst halt nur aufpassen, irgendwann one-hittet er dich. Boah, das ist halt der erste Mid-Game. Super, also so. Mein Lieblingsstart. ADC in der Base. Aber hat eingekauft. Ja, hat sie schon vor ein paar Minuten. Also gefühlt ein paar Minuten, vor einer Minute. Na gut. Ach, gehen wir mal Hallo sagen. It's fine, ja. Für dich vielleicht. Ich krieg dadurch mit einem. Egal. Oh, jetzt trifft er sogar. Gangster. Achso. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Camp schaffe. First Blood ist schon mal gegen unsere Pre-Bot. Nice. Ich musste flashen und ihn machen, weil er hat schon Ignite und Flash raus. So, das so machen. Die Wave Slow Push zu mir, das ist aber wesentlich besser für mich. Weil der Yino 6 Farm hat. Mhm. Das ist sehr stark für mich. Sehr, sehr stark. Ist ein bisschen auf Gangs war. Oh, guck mal, wenn wir hier haben. Ja, der war ja gerade bei mir, musst du aufpassen. Ja, so richtig kommt lahm im Jungle. Pass auf. Alles cool. Das sind Honks. So leicht lasse ich mich nicht catchen. Oh, oder doch. Ja, oh, sind sie zu zweit hier. Aber ja. Marcel bei euch? Oder? Ja, der hat sich da die Krabbe mit dem. Ich bin schon 2 Level unten seitdem, unserem Aatrox. Ah, mein Farm lässt aber auch zu wünschen übrig, ey.
LOL. Damit. Ich kann meine E Windwall. Ja, so. Ist ja okay. Ah, shit, jetzt hol ich meine Ignite raus. War knapp. Ja, hätte meine E getroffen, wäre er auch tot gewesen, aber die hat er gewindwallt. Ich wusste nicht, dass er mein Einfrieren windwallen kann. Jo, ja doch. E? Ja. Schon. Er hat meine E gewindwallt. Weil auf. Also ich habe E auf ihn drauf gedrückt, er wurde nicht eingefroren, aber die Markierungen waren weg, also kann ich mir das nur so erklären. Interessant, okay. Das ist übrigens Mist, ne? Hätte Wette sein, dass ich swappen, weil ich den je gerade getowerdived hab. Alter, Aatrox ist schon mal wieder top. Na gut, außer mein Farm komme ich auch nicht so schlecht zurecht. Ey, das glaube ich auch. Aber Yasus Farm ist auch nicht besser, von daher. Die Hauptsache. Ja, unser ADC hat schon also so leichter an. Ja. Machen. Ja, so, ne, da ist er wieder. Oh Gott, schlecht. Schlecht. Gerade. Ist unten an deiner Krabbe. Aber ich kann noch nichts machen. Ja, lass. Kann auch gut sein, dass wir den Drake jetzt machen gleich. Oh. Ich will den Tower unbedingt einreißen, weil er ihnen nicht klarkommt. Danke fürs Halten. Ding. Kann immer ein bisschen was texten. Jo. Braucht dich jetzt dringend auch. Okay. Jetzt erstmal ein bisschen was kaufen wieder. Guck ich mal, dass ich ganken komme irgendwo. Aatrox ist Mitte.
Aatrox ist tot. Sehr schön. Und die Botlane reißt aber auch gut ein da. Ja, freut mich auch, dass die jetzt meinen Yasuo gekillt haben. Oh, lol. Okay, mit dem Schaden, das muss ich noch ein bisschen üben hier. Ja, das kommt ja noch. Außerdem ist Kayle ja auch wirklich reiner Late-Game-Champ. Nicery, nicery. Beste Ult im ganzen Spiel. Ja, eine der besten. Bestes meine, zusammen mit Trinder seiner. Wie nenne ich sie in den letzten Spielen nur noch? Die Schwuchtel-Ult. Ja, weil gerade Trinder, das bringt einen so zum Verzweifeln. Oh, der ist Bot. Mist. Ja, tut sich gleich. Er hat noch sein Ignite gehabt, das habe ich nicht bemerkt. Ja, wir haben einen Aatrox irgendwie gekillt. Beiden sind echt krank. Yes, baby! Rock a little doodle. Na klar. Hier bekommt First Turret. Fio ist jetzt Mitte. Ernsthaft? Schade. Da haben wir den Bot auch eigentlich so gut wie. Ja, Aatrox war ja sehr oft oben, ne? Ja, klar. Dadurch ist halt die Wave immer drin gelandet. Ist das Smite? Na, in 6 Sekunden habe ich ihn. Also. Na gut, bis dann sollten wir ihn fertig haben. Also Riot Kyle ist auch so bekloppt. Du bist bei mir, oder? Ja, ja, die wandert jetzt einmal über die Map. Erst war sie bei mir, jetzt guckt sie mal bei dir vorbei. Ja, die kämpft halt auf der Botlane gegen 2 Fernkämpfer. Die hat nichts zu lachen. Weil die hat Support. Oh, jetzt habe ich einen Yi und einen Yasuo. Alter. Jetzt geht's aber scharf hier, wa? Gianni, ich hab uns beide auf der Midlane. Mhm. Yi und Yasuo. Oh, komm her, jetzt gibt's zwar einen Hutständer von hässlichen. Nee, 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 nee. So einfach geht das nicht. Er ist der Master auf der Topline wieder. Lass dich fahren, geh mal hoch zum Jump. Ja, alles cool. Der Yi flüchtet ja schon wieder vor dir. Ja, der baitet mich nur. Der hat irgendwo sein. Ich komm mal mit. Der Yi weiß, dass ich da bin. Ja. Yep. Kannst dich mal irgendwo zeigen, dann weiß er. Oder kannst mal auf die Midlane gehen, wenn du willst. Weil dann weiß man nicht, dass ich hier bin. Caitlyn hat mein Blue gemacht. Lol. Ich recall jetzt aber, weil ich habe auch sehr wenig Mana. Oh, den Yi schaffe ich auch alleine. Wenn du das sagst. Ah, der will garantiert gar nicht fighten. Ich versuch's mal. Ja, so ist jetzt Bot. Nee, hier, guck mal, der rennt schon. Wie ein Mädchen. Ich mit denen. Oh, der Yi hat keinen Bock. Manno, komm her, kämpfen. Los. Ach, dann pushe ich eben, ist mir doch egal. Der hat echt keinen Bock. Hat auch nicht. Ist auch wirklich sehr behind, der hat sehr wenig CS. Naja, 1-3. Oh. 77, nur 3 weniger als ich. Der ist zweimal gestorben und hatte da erst 8 Farm. Hat er gut aufgeholt jetzt. Na ja gut, er hat die Wave auch komplett durchgepusht da immer, ne?
Kram macht jetzt meinen Wert. Leute, lasst ihr mich überhaupt? Die Bottle hinter den Bot Jungle. Die Bottle hinter den Top Jungle. Entschuldigung, ich dachte, ich wäre Jungle. Ja. Kennst das doch von mir, oder? Ja. Aber das Problem ist, die Botlane macht's halt auch. Ja gut, einen Blue-Buff von der Seju zu nehmen, finde ich natürlich nicht schön. Vor allem nicht als Caitlyn. Ich gehe runter. Na gut, vielleicht hat sie Angst gehabt, dass sonst die Gegner kriegen würden. Irgendwer ja, hat hier gerade gewardet. Ja. Das war schon die ganze Zeit das Wort, das habe ich aufgedeckt gerade. Das hätte sie clearen können mit der Pflanze. Achso, ich hatte Angst. Ja, so stirbt mal wieder. Dabei war der gar nicht so kacke. Ah, jetzt hat die den echt gesaved. Jo. Rock you like a hurricane. Oh Gott, war das so von ihm. Na, die brennt noch, die brennt noch. Die brennt immer noch. Oh, lol. So lang brennt sie dann auch nicht. Nicht gereicht. Der Aatrox hat 2 Meter vor mir angefangen, den Herald zu zünden. Ich bin einfach cute. Und die Mann schaltet auch schon. Ich hab ihn letztens aus Versehen gezündet, ey. Da hätte ich mir einen Arsch beißen können. Ja, das ist aber schon vielen passiert. Oh, da wollte ich warden. Aber direkt nachdem ich Nein gesammelt hab, ne? Eine Sekunde später. Nein! Danke. Ending. Na Leute, was ist los hier? OP-Champs rocken die Ladder oder was? Nord. Ich bin Volltank. Warum ausgerechnet dich, ja? Jo. Vier squishy Tages. Ich hätte auch noch Ult gehabt. Ja, es ergibt halt einfach keinen Sinn. Sie sind ein Full-AD-Team. Dann ulten sie den ultet Yasuo den einzigen Tank. Oh Gott, dass der mich nicht kriegen kann. Oh, da sind auch 2 Top. Ich hab das gerade der Ult mal gedacht. Also, halbwegs. Halbwegs. Und da wollte ich auch warden. Gegnerische Red ist gleich da. Nee, ich gehe schon mal back. Ich hab viel Gold und das lohnt sich nicht da. Nee, mir ist auch zu gefährlich. Ich spiel schon wieder 4 gegen 5. Yeez an deinem Red da irgendwo? Ja. Aber da ist ja nichts mehr. Also, der Red ist da zumindest nicht mehr. Ach, Puffy geht schon wieder Botlane farmen. Yep. Dann gehst du nicht auf deine Toplane. Die Wave ist schöner. Achso. Ah, endlich ist die Kate wieder da. LOL. Diese random Ults von dem Aatrox. Der Ult ist, wenn kein Mensch in der Nähe ist. Unfair, ne? Ja, so sehe ich auch so. Oh, der geht. Was soll denn? Da ist er. Och, Mann. So, kaputt ist er. Achso, auch meinst du denn? Ich wollte auch was haben von. Mein Je. Immer Bot weiter pushen ran. Ich geh doch treffen jetzt. Ich nehme noch einen Red mit. Wie, und jetzt ist dir die Toplane wieder sympathischer, oder was? Nee, ich will die nicht Dings Tower crushen lassen. Achso. Ich dachte, du spielst jetzt nur noch nach Sympathie. Ja, quasi. Oh, hier, die Kate braucht uns gar nicht mehr. 2 gegen 5. Doch, fett. Ja. Ich
Und mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass wir so führen. Lol. Jeder hat seine Lane gewonnen. Ja. Beenden, oder? Nee. Nee, die bohrt sich jetzt noch weg. Wir wollen nochmal einen richtigen Teamfight nachher. Oder auch nicht. Nahm ja auch schon Blutrausch, oder was? Ja. Die hat auch schon 7 Kills. Lol. Bei denen ist der Einzige, der ein paar Kills hat, der Yi. Ah, geben auf. So, GGWP. Ja, und war doch schön runtergespielt. Ich glaube, man hat zwar gemerkt, dass ich Kale sehr lange nicht gespielt habe, aber vielleicht gibt es sie ja auch in nächster Zeit mal wieder. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.